Es gibt natürlich eine Fülle von Leuten, die erstens von Regierungsgeldern leben oder direkt für die Regierung arbeiten. Das Gemeinsame all dieser Leute ist eigentlich, dass sie im klassischen Sinne nichts leisten. Dass sie aber unglaublich dominant sind in unserer, also sie sind sprachgewandt, sie sind dominant in der Öffentlichkeit und sie prägen unsere Öffentlichkeit zunehmend. Das sind zum großen Teil auch mittlerweile Politiker, vor allen Dingen die von den Grünen, die eigentlich kaum etwas gelernt haben, aber es zuweilen doch sehr gut verstehen, sich selbst zu präsentieren und sei es bei TikTok, indem sie ihre Politik tanzen. Dieses Video, das macht gerade im Riesenwellen in den sozialen Medien. Den Herrn, den Sie hier hören, das ist einer der renommiertesten Professoren Deutschlands. Er unterrichtet an der Technischen Universität Berlin und dieses Video wurde unter dem Titel bekannt: Die große Abrechnung mit den Grünen. Und bevor wir jetzt gleich sehen, wie er so richtig loslegt, habe ich noch eine Frage an Sie. In Bezug auf diese Tanzvideos, die er ja gerade eben angesprochen hat, wussten Sie eigentlich, dass die Grünen die ersten drei Plätze der peinlichsten Tanzvideos auf TikTok belegt haben? Es wurde eine Gruppe von über 10.000 Jugendlichen befragt und die Grünen konnten sich wirklich die ersten drei Plätze sichern. Und diese möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Sie können ja spaßeshalber mal ein bisschen mitraten. Auf den dritten Platz, da haben wir eine Ricarda Lang, die sich gerne in ihrer ganzen Körpersfülle zeigt. Auf den zweiten Platz der peinlichsten TikToker haben wir Katharina Schulze aus Bayern, die immer diese ja seltsame Handgeste macht, die Sie hier auch sehen, die an einen Italiener erinnert. Und auf den ersten Platz, da haben wir eine Emilia Fester, die im Bundestag sitzt, noch sehr jung und die hat wirklich die schrägesten Tanzeinlagen drauf und alle Jugendliche finden die ultra peinlich. Man kann es doch drehen und wenden, wie man will. Nur durch ein Wunder können wir verhindern, dass die Grünen wieder in der Regierung sind. Und wenn das so ist, also schwarz-grün, wie fast alles erwarten, dann wird sich gerade in diesem fundamentalen Punkt gar nichts ändern, sondern wir werden weiterhin diesem Größenwahn folgen. Wir, die Deutschen, seien das einzige Land in der Welt, das begriffen hat, wie die Zukunft aussieht. Und alle anderen werden uns folgen. Denn das ist genau die Vorstellung. Das ist genau aber die Vorstellung der Ampelregierung. Wir, die Deutschen, sind die einzigen, die sehen, wie die Zukunft der Wirtschaft und die Zukunft der Energie aussehen wird. Und alle anderen werden uns irgendwann mal folgen. Dieser Größenwahn ist unser zentrales Problem. Und der wird so lange anhalten, solange die Grünen in der Regierung sind. Seit Wochen wird über eine schwarz-grüne Koalition in den Medien spekuliert und mittlerweile spricht sich sogar eine Katrin Göring-Eckardt dafür aus. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt wurde tatsächlich vor einigen Stunden ein internes Papier veröffentlicht aus CDU-Kreisen, an dem auch ein Friedrich Merz beteiligt war. Und wer hätte es gedacht, es wurde auch über eine Koalition mit den Grünen diskutiert und er hat sich dafür ausgesprochen. Passen Sie auf und lassen Sie sich da auf keinen Fall von der CDU aufs Glatteis führen. Am Ende sind Sie noch der Steigbügelhalter für eine weitere grüne Partei an der Regierung. Wie gerade ja zu Recht erwähnt worden ist, beginnt das ganze Dilemma ja nicht mit der Ampel, sondern schon die Vorgängerregierung war im Grunde grün, nämlich durch eine im Kern grüne Bundeskanzlerin Merkel. Und daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, alle haben sich angepasst. Alle Politiker haben sich angepasst an dieses Merkel-Programm auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben es auch immer mehr Unternehmen und sogenannte Wissenschaftler getan. Also es gab im Grunde einen Sog in Richtung Grün über die ganzen letzten Jahre hinweg. Und jetzt spürt man das allmählich, was wir an der Schwelle sind zu einem wirtschaftlichen Desaster. Und jetzt ziehen die Leute die Notbremse, die wenigstens noch annäherungsweise den Wählern suggerieren können, sie hätten etwas mit freier Marktwirtschaft zu tun. Und an dieser Stelle muss ich Ihnen noch eine Statistik zeigen. Als ich die gesehen habe, konnte ich es im Grunde kaum glauben. Sie sehen hier die Umfragewerte der Beliebtheit von Angela Merkel. Und wenn wir jetzt einfach mal zum Jahr 2021 schauen, als sie ausgeschieden ist, dann sieht man,
Über 75% waren zufrieden mit ihrer Regierungspolitik. Ich frage mich, wo sind denn diese ganzen Leute da draußen? Wer stimmt denn so nach ihrer desolaten Leistung als Bundeskanzlerin ab? Da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Und jetzt hat sie nichts anderes zu tun, als schön Urlaub zu machen, die Zeit mit Wandern zu verbringen und den Schaden, den sie hinterlassen hat, den müssen andere Leute ausbügeln. Würden Sie mir hier zustimmen? Schreiben Sie es mal in die Kommentarbox. Ich lese mir diese alle durch. Ich bedanke mich. Bis bald.